der Mordfall Sedlmayr bleibt rätselhaft. Ich heiße Michael Greter, ich bin Gesellschaftsreporter, ich bin krankhaft neugierig bis zur Stunde und deswegen hat mich auch die Sedlmayr-Affäre wahnsinnig interessiert. Immer wieder kommt ein neuer Hinweis. Bis zur Stunde ist der Mordfall Sedlmayr ein ungelöstes Rätsel. Es gab in München ganz wenige, die Walter gut kannten. Also hier, was wenige Leute wissen, ist dieses schmucke Backsteinhaus. In dem hat der gute Ziehsohn von Sedlmayr viele Jahre gelebt. Bis heute verbirgt sich dort ein Geheimnis. Und dank des freundlichen Hausbesitzers darf ich mich dort umsehen. Am meisten habe ich den Walter Sedlmayr geliebt als der Blecker auf dem Nockerberg. Also für mich hat er in seinen Filmen das dargestellt, was er im wirklichen Leben war. Der hatte eine Magie um sich herum, der hat eine Aura, die es ganz selten gibt. Auf jeden Fall habe ich die Rolle definitiv nur bekommen, weil der Walter mich haben wollte. Wenn ich so das Leben als Ganzes betrachte, ist es eigentlich ein armes Leben gewesen. Ich habe geschwankt zwischen Mitleid und Abscheu. Ich habe nie darüber gesprochen und ich würde auch heute nicht darüber sprechen, wenn ich nicht wüsste, dass nach seinem Tod schlimmere Dinge zum Vorschein gekommen sind.